Wir rennen da drüben herum. Ich war's. Oh, ich war's und ich hau auch direkt wieder ab. Alles cool, Junge. Wieder auf Karnaka. Wir sind hier irgendwo im Dorf und... Ich frag mich, wer das war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich gehe hier mal ganz offiziell durch die Gegend. Dann falle ich auch nicht auf. Was? Na, ich fall doch auf. Aber nicht zu sehr. Hallo? Ist Hallo. Da wer? Nee, nee, keiner da. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ja. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, dann lass doch. Ich zwing dich ja nicht dazu. Alter Schwede, sind hier viele. Aber nur ein gefährlicher. Das stimmt was nicht. Ja, dann komm doch mal her, ey. Wäre ja schon schön, wenn du mal rumkommen würdest hier. Was? Jetzt langsam darf der mich aber schon mal gesehen haben, oder? Ich opfer mal ein paar Betäubungspfeile. Also, einen in diesem Fall. Was ist hier ein Notfall? Nö. Alles cool. Na, Freunde? Alles easy? Ich plünder dich nochmal. So, zum Eddermeier-Institut begeben. Begib dich zur Eddermeier-Station. Ja, das würde ich ja machen, aber hier war noch irgendwo ein... Achso, das Knochenartefakt war noch 70 Meter weit weg. Dann können wir erst nochmal ein bisschen was futtern. Hier waren ja noch einige Sachen zum Essen. Besondere Obstlieferung. Ja, haben wir schon aufgegessen. Die Obstlieferung ist leer. Hat aber gut geschmeckt. Danke. Okay. Und den Apfel nehmen wir auch noch mit. So. Ich sag kein Wort, wirklich. Das ist gut. Dann halt doch einfach die Klappe. Netter Zahnstocher. Hab ich doch weggesteckt. Ich weiß gar nicht, wieso. Naja. Markierung entfernen. Und schon werden wir wieder... Ach so. Okay, dann lassen wir das. Gehen wir hier mal runter. Klauen uns noch ein bisschen Geld zusammen. Und die Kartoffel und die Karotte essen wir. Mm. Lecker, lecker. Ja, dann warte mal. Achso, hier kommen wir. Ah ja. Ich sollte hier nicht allzu lange rumgammeln, glaube ich. Habe ich so das ganz dumpfe Gefühl. Aber der Apfel sieht einfach zu lecker aus. So. Ja, jetzt sind wir ja da durch. Hafenviertel. Das kennen wir schon. Muss ich mir erstmal wieder... Station Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Mhm. Das weiß ich auch. Gucken wir hier nochmal eben hoch. Hä? Ach so. Ich soll den Zug nehmen. Ja, das, geht ja nicht, weil der Strom ist ja abgeschaltet. Oh, wenn wir schnell sind, schaffen wir das noch. Wer ist da? Scheiße! Nein, das schaffen wir nicht mehr. Nein! Nicht ballern, nicht ballern. Hör auf zu ballern. Ballern ist doch nichts. Ballern ist doch doof. Hep. Mist. So, das warst du. Entschuldigung übrigens an der Stelle. Wir haben hier einen Notfall. Nein. Torso? Ja. Das Knochenartefakt will ich mir auf jeden Fall noch holen. Was ist hier passiert? Da steht mir echt ein bisschen zu viel Chaos hier. Wie bitte? Ich finde dich schon. Ja, ja. Wenn ich mal wüsste, wo du bist, dann... Gegen uns. Da ist er. Ich frag mich, was das wohl war. Hey! Wer ist da? Ja, tut mir leid, Alter, aber dann... Nein! Das passiert nämlich, wenn man ungeduldig wird. Letzten Kontrollpunkt laden. Bin ich mal gespannt, wo der wieder war.
Und fortsetzen. Station Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Ah, gut. Ah, ja. Auf das Knochenartefakt bin ich noch ein bisschen scharf. Komm ich da hoch? So starken Mundgeruch? Vielleicht wird's wieder Zeit fürs... Muss ich hochkommen? Ist da jemand? Komm ich nicht hoch? Oh, wie bitte? Ach, so Scheiß. Mehr Gardisten. Besser. Ja. Lass dich fliehen! Komm, ich will nochmal laden. Ich komme von oben, von der Eddermeier-Station auf jeden Fall rüber. Das ist gut. Eigentlich keine schwierige Stelle, aber manchmal kommt man einfach nicht vorwärts, ey. So, auf geht's. Dann gehen wir halt von oben. Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Genau. Und wir gehen hier mal hoch. Und von hier aus kommen wir nämlich auf jeden Fall darüber. Aber bei der Gelegenheit gleich noch mal eben gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes liegt. Ach, Scheiße, da vorne geht's auch noch weiter. Wie bitte? Ich werd bekloppt. Oder ist... Ach nee, das ist so die Zuglinie. Da ist eine Lichtwand. Heute gibt's Fleischeintopf. Ja, ist jetzt die Frage. Lohnt sich das überhaupt da hinten drüber zu gehen? Ja, natürlich lohnt sich das, weil nämlich das Knochenartefakt ist. Besser aus dem Weg gehen. Hab ich vor. So. Bin ich getarnt? Ja. Manchmal sieht man das ein bisschen schlecht. Okay. Was? Was heißt denn hier was? Ich wollte da übrigens rüber. So. Ah, Mist. Schade. Was? Wer denn? Wo denn? Wer sieht mich? Keiner. Ist das Cthulhu? Kann ich da hochklettern? Nein. Kanaka, Eddermeier Station. Achso, das ist die Eddermeier Station, ja, natürlich. Schnell im Dunkel verschwinden. Hier los? Nix, gut. Herz ausrüsten, mache ich. Ja, 9 Meter. Da will ich ja auch hin. So ist der Plan. wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? In einer Trans... Oh, Dr. Hypias Phonoschlüssel. Sehr schön. Eddermeier Schlafkörte, ja, Laberababa. Ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel. Das ist gut. Da ist ein Knochenartefakt. Und das ist in einem Safe. Oh. Und gute Nacht. Bevor du nämlich hier noch rumheulst, weißt du? Tut mir leid, aber ich mach dich ja nur bewusstlos. Okay. Gut, hier gibt's nichts. Was ist das? Nur eine Lampe? Dann schauen wir uns das hier mal an. Diese Stadt ist ein Ort der Reichen. Nichts drin. Aber nicht jeder kann am Fest sitzen. Nichts drin. Und was ist hier los? Gar nicht. Brauchst du nicht. Ja, da brauche ich den Code. Ach, das war gar nichts. Den Code. Wo bekomme ich den denn her? Habe ich einen Missionshinweis bekommen? Nein. Keiner rein? Hört sich fast schon so an, ne? Ich frage mich, wer das war. Hört es sich nicht nur so an, ist sogar auch so. Nein! Verdammt!
Ich wische mir noch. Tut mir leid, Freunde. Musste sein. Ihr habt nämlich genervt. Ihr habt angefangen. Was ist hier los? Kriegst du eine Kasse? Mit jeder Münze komme ich dem Ziel näher, alles wieder gut zu machen. So ist es. Tresorer Kombinationswettbewerb. Kombination lautet 565. Oh, das ist ja einfach. F, F und nochmal F. Und dann gehen wir mal den Tresor öffnen. Und bekommen das Knochenartefakt. Yay. So, 565. 5, 6 haben wir schon. Und nochmal die 5. Und dann brauchen wir das Pferd unten mal ausrüsten. Yay. So, Kugeln brauchen wir nicht. Silberbarren, Goldbarren und das Knochenartefakt. Da gucken wir mal, was das ist. Hier haben wir noch einen Platz frei. Sehr schön. Gegnerische Granaten brauchen etwas länger zum Explodieren. Brisante Mischung. Flaschenfutter in größeren Scheiben. Ja, im Moment eher mal die. So. Die passive Möglichkeit quasi. Gehen wir hier nochmal hoch. Denn ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwo. Ach. Da Ticks sind. Da auch nicht. Da auch nicht. Ich muss das hier alles kaputt hauen. Es tut mir leid. Aber anders kann ich ja nicht da reingucken. So, das möchte ich nicht benutzen. Da ist auch nichts drin. Nada. Schon. Bombenstockwerk. Bisschen leer vielleicht für meinen Geschmack, aber sonst ist super. Winslow Safe Company, ja. Okay, jetzt war auf gegenüberliegender Seite ja noch was. Mit dem wir das hier eigentlich, glaube ich, soweit geklärt haben. Sieht ganz so aus. Ja, da drüben war noch was. Bevor wir dann wirklich mal den Zug. Oha, da kommt jemand. Bleib weg. Außer du gehst so weiter und bleibst ein bisschen cool, dann kann ich dich nämlich schön würgen. Der hat mich gar nicht gesehen. Hoffentlich. Oh. Leute, das war knapp. So. Elitica-Distant interessiert mich nicht mehr. Es war da hinten, glaube ich, noch ein Wächter drin. Das haben wir in irgendeinem Try gesehen, als wir hier hergekommen sind. Checkpoint. Da ist einer. Die Luft ist schwer heute. Lass dann kaum atmen. Wenn du das sagst, wird das wohl so sein. Tja. Aber rein komme ich da nicht so einfach, ne? Also, ja, ich komme da schon einfach rein, nämlich hier durchs Fenster. Aber die sind da vorne zu zwei. Schon mal in Paulus Salon gewesen? Ah ja, ein Wartöltank. Oder den Weibern? The Crone's Hand, machst du Witze? Merke ich mal. Doch nur Heuler. Dann zieh vorher die Uniform aus. Haben dort. Hey, wer rennt da drüben herum? Ich war's. Oh, ich war's. Und ich hau auch direkt wieder ab. Alles cool, Junge. Nein! Ja, ja, ich nehm gar nichts hier, ey. Ich hau nur einfach ab. Komm, ich renn hier nochmal hoch. Dann mach ich mal Folgendes. Nämlich hier rüber. Von hier hinten kam ich da auch ganz gut da rein. Ah nee, ist klar, du tust mir nichts. Sicher. Das glaube ich dir aufs Wort, ey. Aber das Schöne ist, jetzt habe ich dir rausgelockt, oder? Ja. Sehr gut. Ich muss da vorbei. So.
bleibt, glaube ich, nur noch der eine. Beziehungsweise dieser Elitiker, das Heini nieder. Oh, mal eben kurz was futtern zwischendurch. Lecker. Oh. Das lesen wir auch noch. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wer macht mich hier? Wer sieht mich denn? Ach, da hinten geht's auch noch weiter. Du hast hier nichts verloren. Sag nicht, dass noch einer. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, mit deinem Kollegen schon. Du halt mal eben herkommen. Und weil du mich angegriffen hast, musst du mich leider killen. Ach, da bist du. Dein Kollege hat's besser getroffen. Ohne Scheiß. Schaltkreis manipulieren. Habe ich nichts. Können wir die auch wieder dicht machen. Ich brauche erstmal so ein... ich brauche mal so ein Kabelwerkzeug. Das brauche ich auch. Ja, und ich töte hier irgendwie mehr, als mir eigentlich lieb ist. Aber, ja. Hilft ja nichts, ne? Wenn die mich angreifen, nur weil ich hier rumschleiche, dann muss ich ja. Weil hier war noch irgendwo einer übrig, meine ich. Bin mir ziemlich sicher. Oder haben die sich wieder beruhigt? Die kamen ja von oben. Gut, die Lichtmauer ist weg. Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir diesen ganzen Weg hier eigentlich gar nicht nehmen bräuchten. Weil wir ja den Strom von der Schiene haben. Und das hier wäre halt der Weg, wenn man die Zeitquest nicht erledigt hätte. Kommt mir schon so langsam so vor. Motorschild. Der Wagen übersteht keine weitere Fahrt. Wir müssen ihn von Schienen nehmen und in die Werkstatt bringen. Oh, dann Manteau. Was? Aktionshinweise. Ah. Achso, ja, das hatten wir ja. Hehe. Aktionsgegenstände. Dr. Hypias Wohnungsschlüssel. Hm. Was? Die sehen einen auch hier an Stellen, wo du echt nicht damit rechnest, ey. Auch das lesen wir noch. Es ist echt eine Menge zu lesen. Also wenn ich das alles vorlesen wollte, huiuiui, dann wäre das aber ein Hörspiel. Hm. Scheint, als wären alle weg. Der pennt. Kann man hier nochmal eben gucken. Aber auch nichts mehr. Okay, Moment mal. Das sieht nicht so gut aus. Oder? Wo guckt der hin? Immer kriege ich die Schicht. Niemand weiß, was passiert. Ah, der guckt auf jeden Fall zu mir. Das ist schlecht. Ich muss nur gut aufpassen. Aber es ist schön, schön designt, muss man schon zugeben. Wisst ihr was? Ich opfer nochmal einen Schlagpfeil. Oh. Sicher, da war jemand. Was? Das reicht! Komm schon! Was müsst ihr mich auch immer angreifen, Jungs? Müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr sterbt. Echt mal. Mann. So. Ja, aber damit haben wir das dann hier auch safe, glaube ich. Was ist hier los? Hier noch irgendwie ein Geheimnis oder so? Nee. Kann man da irgendwie was machen? Nö. Okay. Dann nicht. Wo geht's hier hin? Unten lang. Nachtsicht an, aber die Nachtsicht macht es auch nicht unbedingt viel heller. Genau, das ist die Schiene. Von da hinten wäre ich nämlich dann gekommen, aber hier ist dicht. Das ist natürlich doof. Aber da oben kann ich ja noch hin. Auch nochmal eben gucken. Wenn wir es jetzt schon alles durchsuchen, dann durchsuchen wir es auch wirklich alles. Leute anwesend? Nicht wirklich. Sehr gut. Ah.
Alter, ich denke die... Hallo? Ich denke die Schienen sind nicht mehr unter Strom. Was soll der Scheiß denn jetzt? What the fuck? Ja, super. Das hat ja gut geklappt. Ist ja blöde. Also ehrlich, die... Also... Ja, du kannst ja ganz locker rüberlaufen. Mhm. Kein Problem. Am Arsch kein Problem. Station Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Naja, gut. Haben wir auch wenigstens noch die Chance. Hab ich meinen Schrank abgesperrt? Letztes Mal hab ich's vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Ja, aber das ist mir scheißegal, ob du einen Hexenfisch in der Jacke hattest. Was? Hm, hau mal ab. Tschüss. So, hier war ja nirgendwo irgendwas. Kann ich ja direkt nach oben gehen. Mal gucken, ob ich den hier noch... Ja, warte mal, verklauen und dann hinlegen kann. Ja, wenigstens war der Kontrollpunkt einigermaßen fair gesetzt. Ist ja auch schon was. Gut. Ja, dann behaupte ich mal, dass diese Bahn außer Kraft gesetzt ist. Und ich mit dem Wagen fahren kann. Jetzt ist nur noch die Frage, was war da hinten noch zu holen? Nämlich hier am Bahnhof. Nein, verdammt nochmal! Sofort zeigen und Namen nennen! Was? Nö. Zeigen und Namen nennen finde ich eine scheiß Idee. Okay, unsichtbare Wand. Willkommen im 19. Jahrhundert der Computerspiele. Gut, dann werde ich da jetzt rüber rennen und den Wagen nehmen. Kenne ich doch gar nicht. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Nee, das ist klar. Das glaube ich dir aufs Wort, Mann. Ach, komme ich da nicht mal hoch. So. Okay, dann nehmen wir den Wagen. Entschuldigung, musste mal gerade. Ja, und dann fahren wir zum Eddermeier-Institut. Und das Video geben wir uns noch schnell. Und danach machen wir für heute Feierabend. Aber so ein kleines Video ist dann noch hübsch. Ja. Ah, am Rande der Welt. Level abgeschlossen. Ja, ist doch passend. Dann... Eieiei. Ja, das hat hier natürlich nicht so gut geklappt. Ja, wir haben eine Menge angegriffen. Und leider sind wir auch schon ein bisschen... Ja, 14 Leute haben wir getötet. Aber wenigstens keine Zivilisten. Dann geht's noch. 9 von 10 Runen, ja, das Knochen, die eine Rune, da, ja, die hätte ich gerne gefunden. Naja, gewählte Baupläne, müssen wir mehr drauf achten. Sonderaktionen haben wir auch gemacht. Ja, schön. Dann würde ich sagen, geht's weiter im Eddermeier-Institut und das in der nächsten Woche. Bis denn und ciao.